Hey Leute, ich bin's Conny und heute gibt's die letzte Folge dieser Coding-Tutorial-Serie. Ich switch direkt rüber zu Visual Studio Code und da kommt dann nochmal mein Roblox-Conny. Hier sehen wir, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir haben über Tables gesprochen, wir haben über Dictionaries gesprochen und wir haben über Loops gesprochen. Und am Ende habe ich euch eine Hausaufgabe gegeben und wir fangen jetzt an mit Hausaufgaben-Review. Dafür geht der Roblox-Conny jetzt weg, damit wir mehr Bild haben für die Hausaufgaben. Wir sehen, die Hausaufgabe war es, ihr sollt nochmal einen Shop erstellen, wo ihr die Items von außen hinzufügt, einen Spieler als Dictionary erstellen und dann das Spieler-Dictionary im Shop-Dictionary etwas kaufen lassen und das Ganze in einem Loop. Ich zeige euch mal, wie ich die Hausaufgabe angegangen bin. Zuallererst habe ich natürlich den Shop erstellt, also erstmal Shop, dann ein Table geöffnet, habe dann gesagt, erstes Shop-Item Shop-Besen, Shop.Besen.Name ist gleich der Besen, Preis 27 und dann habe ich dem Besen auch noch eine Eigenschaft gegeben, das musstet ihr nicht machen, aber ihr konntet kreativ sein, das heißt, wenn man die Eigenschaft von dem Besen nutzt, dann wird geschrieben, dass der Spieler putzt und mit einer 50-50 Chance kann man dabei Kleingeld finden. Dann habe ich noch ein Auto erstellt, das Auto ist ein bisschen teurer und hat eine Funktion, die mit einer 5-15 Chance den Spieler einfach sterben lässt. Danach haben wir den Spieler erstellt, einfach nur ein Spielertable mit einem Namen, ich habe ein Pronomen gegeben, weil vielleicht hat man ja ein weiblichen Spieler, lebt, Geld und Inventar. Dann habe ich die erste Funktion erstellt und zwar um eine Funktion, um jemandem ein Item zu geben, eine Funktion, um ein Item zu kaufen und eine Funktion, um ein Item zu benutzen. Hier unten können wir uns dann um die Ausführung kümmern und ihr seht, das ist nicht viel, das ist einfach nur ein Loop. Mich interessiert einmal das Geld printen lassen. Dann kommt der Loop. Für jedes Item im Shop muss der Spieler das Item einmal kaufen und danach benutzen und danach wird nochmal geprintet, wie viel Geld er hat. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, steht hier in der Konsole Geld 30. Conny kann sich das Auto nicht leisten. Conny kann das Auto dementsprechend auch nicht benutzen. Deswegen steht hier, Conny hat sowas nicht. Danach kommt Conny hat sich den Besen gekauft und Conny putzt. So, wenn ich den Code jetzt nochmal ausführe, kommt wieder, dass ich mir das Auto nicht leisten kann. Diesmal kommt aber Conny putzt. Conny hat Kleingeld gefunden und jetzt habe ich 3,4. Das bedeutet, ich habe 40 Cent gefunden. Wunderbar. Ihr könnt mir natürlich wie immer gerne eure Hausaufgaben auf unseren Discord-Server in den Roblox-Studio-Fragen-Chat reinschreiben. Ich gucke mir die gerne an. Sage ich euch auch gerne, was man dann auch hätte ändern können. Und ich habe ja schon angesprochen, das hier ist erstmal die letzte Folge, aber auch nur die letzte Folge von dieser Serie, weil ihr habt jetzt die Grundlagen für Lua-Coding gelernt. Ich werde in der Folge noch ein paar weitere Kleinigkeiten erläutern, aber danach liegt es an euch, in welche Richtung möchtet ihr gehen. Wir kommen aber wieder zurück zu der Frage, die wir am Anfang hatten, und zwar, was ist Programmieren? Wir haben uns da aufgeschrieben, alles sind Zahlen, alles ist Mathe, Programmieren ist Mathe. Wir hatten dahinter noch ein Oder stehen, weil Programmieren ist nicht nur Mathe. Programmieren kann Mathe sein, aber Programmieren ist auch Design. Programmieren ist Kreativität. Für alles, was ihr programmieren möchtet, gibt es unendlich viele Herangehensweisen und da seid ihr einfach kreativ gefragt. So, aber was meine ich jetzt mit Programmieren ist Design? Kommen wir zurück zu der Folie, was lernen wir? Wir haben erst gelernt Variablen, dann haben wir Bedingungen gelernt, dann haben wir Funktionen gelernt, danach habe ich euch noch Loops gezeigt, aber Loops sind für mich kein weiteres Konzept. Loops sind ein Tool, das euch hilft, den Code schneller zu schreiben, weil sie sind immer auch durch Funktionen umsetzbar. Aber wer schreibt bitte schön eine Funktion, wenn er einen Loop schreiben könnte? Loop geht halt viel schneller. Heute lernen wir zumindest ansatzweise etwas über ein viertes Konzept und zwar Abstraktion. Und dafür gehe ich jetzt hier rüber zu meiner Abstraktion.lua-Datei. Und ihr seht hier schon, ich habe was geschrieben. Und zwar zwei Zeilen. Einmal local item ist gleich require item und local spieler ist gleich require spieler. Was das bedeutet? Erkläre ich euch gleich. Wir gehen erstmal auf die nächste Seite. Und zwar Abstraktion. Abstraktion ist das Reduzieren oder Entfernen von unwesentlichen Merkmalen in eurem Code. Das Ziel der Abstraktion ist eine leicht zugängliche Gestaltung des Codes. Es geht darum, euren Code so zu gestalten, so zu designen, dass er für andere Leute gut lesbar ist. Dass man einfach weiß, was passiert. Und jetzt gucken wir uns einfach mal diesen Code an, den ich hier geschrieben habe. Ich habe hier ein Item. Ich habe hier Item und ich habe hier Spieler. Require bedeutet, dass ich etwas von außen mit reinhole. Aber uns kann egal sein, was hier hinter steht. Hier steht einfach require item ist gleich item. Okay, gehen wir runter zum nächsten Punkt. Da haben wir jetzt eine neue Variable festgelegt. Local Conny ist gleich Spieler, Doppelpunkt new. Name ist Conny und Geld ist 100. Dasselbe haben wir mit Victor gemacht. Local Victor ist gleich Spieler.new. Name ist Victor und Geld ist 187. Was genau passiert, wenn wir jetzt sagen Spieler Doppelpunkt new, kann uns ziemlich egal sein. Grundsätzlich könnt ihr mit eurem Verständnis, das ihr hoffentlich jetzt schon habt, euch einfach denken, was passiert. Wir haben eine neue Variable festgelegt. Die Variable gehört dem Typ Spieler an und wir schaffen halt einen neuen Spieler. New ist Englisch für neu. Mit den Eigenschaften Name ist gleich Conny und Geld ist gleich 100. Später erstellen wir nochmal einen neuen Spieler namens Victor mit 187 Geld. Das heißt, wir haben jetzt zwei Spieler, einmal Conny und einmal Victor. Gehen wir runter zum nächsten Code und hier machen wir genau das gleiche. Local Auto ist gleich Item New, Name Auto, Preis 150
Und Flomi ist gleich Item New, Name Flomi, Preis 2. Jetzt haben wir zwei Spieler und zwei Items erstellt. Wenn ich den Code ausführe, passiert nichts. Weil wir haben jetzt einfach nur diese Variablen festgelegt. Ich kann das hier mal zusammenpacken, damit es ein bisschen näher beieinander steht. So, jetzt sehen wir haben Conny, Victor, Auto und Flomi. Jetzt können wir mit den Variablen arbeiten. Ich gehe runter und sage dann Conny, Doppelpunkt kaufen, Flomi. Richtig simpel. Ich schreibe einfach, Conny soll den Flomi kaufen und Victor soll das Auto kaufen. Ich drücke jetzt Steuerung Shift B, um es auszuführen. Und jetzt steht hier, Conny möchte sich einen Flomi für 2 Schmeggels kaufen. Er hat sich das Item gekauft, er besitzt nun einen davon und hat noch 98 Schmeggels zur Verfügung. Danach, Victor möchte sich ein Auto für 150 Schmeggels kaufen. Er hat sich das Item gekauft, er besitzt nun einen davon und hat nun 37 Schmeggel zur Verfügung. Und das alles wurde geprintet, obwohl wir nur geschrieben haben, Conny kaufen Flomi und Victor kaufen Auto. 3 Worte und 3 Sonderzeichen. Ziemlich simpel, um sowas hier alles in die Konsole zu schreiben. Gehen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter runter, weil Conny und Victor können mehr als nur kaufen. Sie können auch die Items, die sie haben, benutzen. Wenn wir den Code hier jetzt nochmal ausführen mit Conny nutzen Flummi und Conny nutzen Auto, und wenn wir das ausführen, steht in der Konsole wieder das standardmäßige, Conny hat sich ein Flummi gekauft, Victor hat sich ein Auto gekauft und darunter steht Conny nutzt Flummi. Und Conny hat kein Auto, weil Conny hat sich ja kein Auto gekauft. Wenn wir jetzt hier oben schreiben, Conny Doppelpunkt kaufen Auto, dann kommt jedoch auch, Conny möchte sich ein Auto kaufen, er kann sich jedoch nicht leisten und Conny hat immer noch kein Auto. Also geben wir Conny einfach mal ein bisschen mehr Geld. Wir sagen hier jetzt einfach mal, Conny.geld ist gleich 200. So, und jetzt hat sich Conny auch ein Auto gekauft und sagt, Conny nutzt Flummi. Conny nutzt Auto. Und Conny ist ein richtiger Autofreak, der benutzt das Auto den ganzen Tag, jetzt die ganze Zeit, immer und immer und immer wieder wird das Auto genutzt. Und jetzt steht hier in der Konsole, sieh es mal ein bisschen hoch, Conny nutzt Auto, 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 Conny ist tot. Und das passiert, wenn man zu viel Auto fährt, irgendwann baut man einen Unfall und ist einfach tot. Was ihr hier seht, ist ein Beispiel von einem abstrahierten Code. Ihr wisst nicht genau, was alles passiert, wenn ich Require Item schreibe. Ihr wisst nicht genau, was passiert, wenn ich Spieler Doppelpunkt New schreibe. Ihr wisst nicht genau, was passiert, wenn hier ich Conny Doppelpunkt Kaufen schreibe. Aber es ist egal, weil alle Variablen und alle Funktionen sind so benannt, dass sie Sinn ergeben. Kaufen bedeutet, dass Conny etwas kaufen will. Und Flummi ist natürlich das Item, was wir erstellt haben. Also will Conny ein Flummi kaufen. Nutzen bedeutet, Conny möchte ein Item nutzen und dann kann Conny auch den Flummi benutzen. Es macht alles Sinn und so sollte Code sein. Er sollte Sinn ergeben. Das Ganze hier, was wir hier gemacht haben, ist ein Grundkonzept von objektorientierter Programmierung. Und objektorientierte Programmierung ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Wenn ihr dazu nochmal eine eigene Serie haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich nochmal eine machen. Objektorientierte Programmierung ist eine sehr nützliche Art und Weise, um große Projekte umzusetzen. Jetzt kommen wir aber zu dem großen Aber. Ich habe jetzt hier einen Code geschrieben, der nur dafür da ist, dass Conny 2 Items kauft und Conny die beiden Items dann nutzt. Das habe ich aber auch hier bei meiner Hausaufgabe geschrieben. Das hier sieht zwar nach viel Code aus, aber hier habe ich genau das geschrieben. Genau das gleiche im Grunde, nur dass wir jetzt statt einem Besen Flummi genutzt haben, ein paar kleine Unterschiede sind, aber prinzipiell ist das hier genau das gleiche. 2 Items kaufen und benutzen. Was wir nicht sehen, ist, was hier alles dahinter steckt. Und damit ich das alles machen konnte, musste ich erstmal andere Dateien schreiben, und zwar Item und Spieler. Die öffne ich mal kurz. So, wir haben hier oben jetzt Item und Spieler und wir gucken uns erstmal Item an. Hier sehen wir Item, sieht noch ganz übersichtlich aus. Local Item, da haben wir hier ein Table mit Name und Preis. Dann gibt es die Funktion Item nutzen und es gibt die Funktion Item new, die uns halt ein neues Item zurückgibt. Und wir sagen Return Item. Und wenn man in einem anderen Code schreibt require und dann den Namen von diesem anderen Script, dann wird die Variable auf das festgelegt, was hier hinter return steht. Weil return kann auch bei einem normalen Script einen Wert zurückgeben. Und der Wert wird dann hier festgelegt. Jetzt kommen wir aber zu Spieler. Und wir sehen hier bei Spieler, habe ich auch eine Menge Code geschrieben. Und der sieht jetzt auch nicht so übersichtlich aus, weil ich das gerade eben ganz schnell hingerotzt habe. Aber hier haben wir einen Spieler, da stehen noch viel mehr Sachen drin. Name, Pronomen, Geld, Inventar, lebt. Diese ganzen Sachen interessieren uns gar nicht. Wir haben einfach nur Name und Geld festgelegt. Der Rest kann uns vollkommen egal sein. Dann gibt es hier die Funktion Spieler.kaufen. Dann gibt es hier die Funktion Spieler.nutzen. Und natürlich wieder Spieler.new und Return Spieler. Das ist ziemlich viel Code. Das hier plus das hier sind 27 Zeilen Code. Das hier sind 54 Zeilen Code. Das heißt insgesamt 81 Zeilen Code. Einfach nur, um vorzubereiten, dass wir das hier machen können. Ich ziehe es jetzt alles mal zusammen, weil das hier ist gar nicht so viel Code. Ich habe es nur auseinandergeschrieben, damit wir das nach und nach uns angucken können. Aber hier sehen wir jetzt den Code, den ich eben gemacht habe. Dann noch plus diese 38 Zeilen, um den ganzen Spaß auch noch auszuführen. Während wir hier in der Hausaufgabe 111 Zeilen Code haben. Das heißt, das nimmt sich gar nicht so viel. Hier habe ich ja auch immer Abstände zwischengelassen. Grundsätzlich haben wir
hier, wenn wir diese Zeilencode noch dazu zählen, sogar ein wenig mehr geschrieben, als wir hier geschrieben haben. Und das ist die größte Kritik am objektorientierter Programmierung. Objektorientierte Programmierung ist eine sehr coole Art und Weise, Dinge zu programmieren. Aber wenn ihr vorhabt, nur irgendwas Kleines zu schreiben, dann schreibt es prozedural. Dann schreibt es so wie hier, in einem Zug durch. Dann kommt ihr meistens mit weniger Code dabei weg, als wenn ihr es objektorientiert schreibt. Wenn ihr es objektorientiert schreibt, bedeutet das, dass ihr eine Weile braucht, um erstmal so eine Vorbereitungsdatei zu schreiben, in der alles Mögliche, was ihr mit so einem Objekt machen wollt, drinsteht. Und je komplexer das Objekt wird, desto mehr muss hier natürlich drinstehen. Und das, um am Ende nur 4 Funktionen auszuführen, das lohnt sich nicht. Objektorientierte Programmierung lohnt sich erst dann, wenn ihr große Projekte anstrebt oder wenn ihr an einem Projekt arbeitet, bei dem ihr wisst, dass ihr später noch erweitern wollt. Weil es kann immer sein, dass wir jetzt ein Spiel haben, das sieht so aus, warum auch immer das Spiel so aussehen sollte, und dann wollen wir später mit einem neuen Update einen neuen Spieler hinzufügen. Und dann können wir einfach sagen, localfuchsspieler.new, bla bla bla, und schon haben wir einen neuen Spieler hinzugefügt. Das ist das Coole an objektorientierter Programmierung. Wenn ihr erstmal ein Projekt aufgesetzt habt, welches komplett objektorientiert geschrieben ist, könnt ihr ganz einfach neue Objekte hinzufügen, ohne dass es euch großen Mehraufwand macht. Wenn ihr prozedural arbeitet, müsstet ihr jetzt nochmal diesen ganzen Spaß hier neu schreiben und dann vielleicht nochmal ein paar weitere Funktionen hinzufügen, die nur für diesen einen Fall sind. Und andere Funktionen nochmal abändern. Wenn ihr es objektorientiert schreibt und es richtig macht, müsst ihr in der Regel dann nicht mehr viel ändern, sondern könnt einfach nur ein neues Objekt hinzufügen und dann hat sich die Sache. Also nochmal Fazit zum objektorientierten Programmieren. Objektorientiertes Programmieren lohnt sich nur, wenn ihr an einem umfangreicheren, größeren Projekt sitzt. Vor allem dann, wenn ihr mit mehreren Leuten an einem Projekt sitzt. Weil, wenn ihr zusammen an einem Projekt sitzt, müssen sich andere Leute auch euren Code angucken. Und Abstraktion ist ein guter Weg, euren Code leserlich für andere Leute zu machen, weil das hier ist leserlich. Selbst wenn ihr nicht wisst, was hier in Item und Spieler drin steht, versteht ihr, was hier passiert, wenn ihr es euch einfach nur anguckt, weil das ist ein abstrahierter Code, der ist leicht zugänglich. Aber wenn ihr nur eine Kleinigkeit codet, dann macht so. Dann macht das einfach an einem Stück. Jetzt stellt sich die Frage, wo wollt ihr hingehen? Ihr habt jetzt die Wahl. Möchtet ihr jetzt mal was Praktisches lernen und anfangen zum Beispiel in Roblox Studio euer erstes Spiel zu entwickeln? Oder möchtet ihr weiter theoretisch Lua behandeln, sprich objektorientierte Programmierung lernen oder noch mehr Programmierkonzepte von mir lernen? Das müsst ihr entscheiden. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wo ihr weiter hingehen möchtet. Je nachdem, was ihr mir in die Kommentare schreibt, werde ich bestimmte Themen bevorzugen. Das große Problem für alle Zuschauer, die am Handy oder Tablet arbeiten, ist, ihr könnt euch am Handy und Tablet kein Roblox Studio runterladen. Roblox Studio ist ein Programm, welches nur auf Windows und Mac läuft. Ich glaube, vielleicht auch auf Linux, das weiß ich nicht. Aber ich gehe mal kurz in Roblox Studio rein. Einen Augenblick. Wusch. So. Jetzt sind wir hier in Roblox Studio drin und das ist die Umgebung, in der man Roblox-Spiele normalerweise entwickelt. Hier ist ziemlich viel Zeug zu sehen. Bei mir seht ihr auch noch mehr, als ihr normalerweise sehen könntet. Ich habe in den Einstellungen was umgestellt, dass ich diese ganzen ausgeblendeten Services sehe. Aber grundsätzlich könnt ihr hier zum Server-Script-Service auf Plus drücken, ein Script hinzufügen und dann seid ihr wieder in so einem Scripting drin, wie vorher. Und ich kann jetzt zum Beispiel zu Visual Studio Code rübergehen, dann meine Hausaufgabe nehmen, in Roblox reinpasten und hier oben unter Play auf dieses Zeichen gehen und auf Run drücken. Dann wird der Code ausgeführt und hier unten im Output steht alles drin. Geld 30, Conny kann sich das Auto nicht leisten, Conny hat sowas nicht. Conny hat sich den Besen gekauft, Conny putzt, Geld 3. Das, was wir gecodet haben, funktioniert genauso auch hier in Roblox Studio und ihr könnt auch sehr viel mehr machen, weil Luau ist spezifisch für Roblox Studio entworfen. Das heißt, hier können wir noch viel mehr Funktionen nutzen, die außerhalb von Roblox Studio gar nicht funktionieren würden. Wie zum Beispiel auch, wie ich schon mal angekündigt habe, die Wait-Funktion. Ich kann hier einfach sagen, wait 5 und dann wartet der Code an der Stelle 5 Sekunden. Ich kann zum Beispiel sagen, hier, kaufen benutzt, wait 5, dann drücke ich auf Run und wir sehen erstmal, Conny kann sich Auto nicht leisten, Conny hat sowas nicht. Jetzt warten wir 5 Sekunden und sobald die 5 Sekunden rum sind, kommt, hat sich den Besen gekauft, Conny putzt und Conny hat Kleingeld gefunden. Dann warten wir wieder 5 Sekunden und dann kommt Geld 8,5. Ich habe gut Kleingeld gefunden, Junge. Aha, war ein erfolgreicher Tag. Womit ihr euch natürlich auch beschäftigen könntet, neben Coden in Roblox Studio, ist jetzt auch mal Bilden in Roblox Studio. Wenn ihr hier oben zum Beispiel auf Part klickt, könnt ihr neue Parts hinzufügen, mit denen könnt ihr dann was auch immer bauen, könnt weitere Parts hinzufügen, könnt ihr verschieben, könnt ihr kleiner machen, ihr könnt sie rotieren, ihr könnt die Farben und Materialien ändern, ihr könnt die Formen ändern, ihr könnt alles in Roblox Studio bauen, was ihr euch vorstellen könnt. Und wenn ihr
wissen wollt, wie das geht, dann schaut euch gerne mein erstes Roblox Studio Tutorial an. Ist jetzt hoffentlich in der Infocard verlinkt. Wenn ihr euch für objektorientierte Programmierung interessiert, dann müsst ihr noch ein wenig warten, bis ich angefangen habe, diese Serie zu produzieren. Das wird dann wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis ich damit anfange. Wenn ihr lernen wollt, wie man in Roblox bestimmte Spiele entwickelt, bestimmte Gimmicks macht, schreibt's mir rein, ich kann mehr Tutorials dazu machen. Wenn ihr lernen wollt, wie man in Blender modelt, kann ich euch dazu auch Tutorials machen. Es gibt an sich jetzt unendlich viele Richtungen, die ihr gehen könnt, als angehender Spielentwickler oder als angehender was auch immer Programmierer. Die Möglichkeiten sind unendlich und ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was möchtet ihr zuerst machen, für was interessiert ihr euch am meisten und dann könnt ihr eure Richtung finden. Vielleicht ist Programmieren doch nicht so euer Ding, vielleicht ist Bilden euer Ding, vielleicht ist auch nicht Bilden euer Ding, vielleicht ist ja auch UI-Design euer Ding. Ich kann euch auch Photoshop oder Illustrator-Tutorials machen. Ich bin eigentlich, was Roblox angeht, ein Full-Stack-Developer. Ich kann alles. Ich kann Frontend, Backend und ich kann mein Wissen gerne mit euch teilen. Ihr müsst es mir nur in die Kommentare schreiben und sobald ich die Zeit habe, mache ich dazu Videos. Ich würde dann aber sagen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!